Kindernetz.de. Ich heiße Amisi und bin 11 Jahre alt. Er ist mein allerbester Freund. Ich heiße Rashidi und bin auch 11 Jahre alt. Wir leben auf der Gewürzinsel Sansibar. Das ist ein Gewürznelkenbaum und in meiner Hand halte ich frische Nelken. Kommt und schaut in unsere Welt. Vielleicht finden wir hier ein paar reife Körner. Dort oben müssen welche sein. Ja, die können wir dann trocknen. Die schmecken gut in Tee und in Maisbrei. Wir leben auf einer Farm, auf der ganz viele verschiedene Gewürze wachsen. Gerade suchen wir nach frischen Pfefferkörnern. Indische Seefahrer brachten den Pfeffer vor hunderten Jahren hierher. Die Kletterpflanze kann über 10 Meter hoch werden. Wir leben dort, wo der Pfeffer wächst. Pfeffer war früher so wertvoll, dass er in Europa sogar mit Gold bezahlt wurde. Heutzutage sind Nelken besonders wertvoll. Damit verdienen unsere Eltern ihr Geld. Dieses Jahr sollten wir unsere eigenen Nelken verkaufen. Bald ist Erntezeit. Eigenes Geld zu haben, das wäre toll. Dann könnten wir in die Hauptstadt Stonetown fahren und dort das große Sikuko-Fest feiern. Dafür würde ich alles geben. Wir brauchen noch etwas Zimt für den Tee. Man darf nicht zu viel Rinde abschneiden, sonst stirbt der Zimtbaum. Außerdem wächst die Rinde in etwa 2 Wochen nach. Dann kann man ja wieder ernten. Diese Zimtrinde riecht gut. Schmeckt ganz süß. Die ist lecker. Hier gibt es viele Gewürzfarmen, vor allem im Westen der Insel. Gewürze wachsen überall, fast von alleine. Jetzt, in den Schulferien, haben wir viel Zeit, die leckeren Pflanzen zu ernten. Nichts. Siehst du keinen? Doch, hier. Den können wir pflücken. Das ist Kardamom. Ein wichtiges Gewürz für unseren Tee. In den Kapseln sind Kerne. Die schmecken sehr aromatisch und auch ziemlich scharf. Hallo, hallo, kommt rein. Wir haben Gewürze mitgebracht. Danke, wo wart ihr so lange? Bei den Nelken. Gut, dann kocht mal euren Tee damit. Papa kommt auch gleich. Das ist meine Mama, Zainabu. Meine Schwester Rehema. Und mein kleiner Bruder Omari. Zu unseren frischen Gewürzen kommt auch noch getrockneter Pfeffer in den Tee. Und ganz viel Zucker muss da auch rein. Das ist doch nicht viel.
Jeden Tag trinken wir unseren geliebten Gewürztee Chai Masala. Das Einzige, das darin noch fehlt, sind Nelken. Aber die Erntezeit beginnt ja bald. Mama, meinst du, Papa überlässt uns einen Nelkenbaum? Keine Ahnung, warum fragst du? Wir wollen die Nelken verkaufen, damit wir Geld haben für das Sikuku-Fest. Hallihallo. Komm rein. Ist kein Tee mehr da? Der war so lecker. Tut mir leid. Die Jungs wollen Nelken ernten und verkaufen. Wieso das denn? Wir wollen das heilige Fest feiern. Und dafür braucht er Geld. Gut, einen Baum in der vorderen Reihe dürft ihr abernten. Aber der Nelkenhändler fährt schon in 2 Wochen mit seinem Boot ab. Danke, wir versuchen, das Boot zu bekommen. Danke nochmals. Alle Nelkenbäume hier gehören meiner Familie. Mein Opa hat sie vor langer Zeit gepflanzt. Er war ein reicher Mann. Den hier dürfen wir jetzt abernten. Die sind ja noch ganz grün. Ja, die sind alle noch nicht reif. Hoffentlich wird das was, ehe das Boot in 2 Wochen ablegt. Sonst gibt es kein Geld. Erst, wenn alle Nelkenknospen kurz vor der Blüte stehen und ganz rot sind, so wie diese hier, können wir sie ernten. Dann haben sie das beste Aroma. Nelken haben Sansibar als Gewürzinsel berühmt gemacht. Sie werden noch immer von hier in die ganze Welt verschifft, aber es gibt nicht mehr viel Geld dafür. Die Nelken sind noch nicht reif. Und da wir Schulferien haben, gehen wir zum Strand und haben hier eine Menge Spaß. Sansibar liegt mitten im Indischen Ozean. Auf der einen Seite ist das Festland von Tansania. Auf der anderen Seite, weit entfernt, Indien. Und im Norden sind die arabischen Länder. Sansibar war schon immer eine Insel, auf der Handel getrieben wurde. Kommt ihr gerade von der Farm? Ja, wir haben Ferien. Das ist gut. Herzlich willkommen auf meinem Boot. Das ist mein Onkel Mohammed und hier ist sein Boot. Er ist Fischer und nimmt uns mit auf eine Segeltour. Früher kamen Seefahrer mit solchen Booten nach Sansibar. Nur waren die viel größer. Sie haben mit Gewürzen, Elfenbein und Sklaven gehandelt und sind unermesslich reich geworden. Zum ersten Mal sind wir so weit hinausgesegelt, beinahe bis nach Indien. Viele Seefahrer aus fernen Ländern haben die Samen, ihre Lieblingsgewürze und Früchte mitgebracht. Und die wachsen nun alle hier.
Wenn ich die aufschneide, sieht man, warum sie Sternfrucht heißt. Starfruit. Tamsana. Schmeckt nach Gurke, sehr saftig. Starfruit. Lass uns nach den Nelken schauen. Vielleicht können wir sie bald ernten. Siehst du, da werden schon welche rot. Ganz oben im Baum. Aber sie sind noch nicht reif. Es tröpfelt schon. Bald kommt die Regenzeit. Wenn es da stark stürmt, fallen alle Knospen runter. Dann wäre die Ernte verloren und wir hätten kein Geld, um Sikuku zu feiern. Die sind scharf. Schmecken nach Medizin. So wie unsere Zahnpaste. Erfrischend. Nelken werden ja manchmal auch für Zahnpasta verwendet. Und natürlich zum Kochen und Backen. Meine Mutter hat uns gebeten, noch Gewürze mitzubringen. Am Sikuku-Fest möchte sie damit Pilau kochen. Wir müssen die Wurzeln ausgraben. Das ist scharf, aber der Ingwer ist gut zum Kochen. Außerdem hilft er als Tee bei Hals- und Bauchschmerzen. Da ist eine. Hier sind noch mehr. Wir brauchen weiches Plastik. Das reicht. Unser Fußball kostet nichts. Und wir können ihn ganz schnell selber machen. Alles, was wir brauchen, sind alte Plastiktüten. Tu mir mal Plastik. Schnell, lass uns nach den Nelken schauen. So ein Mist. Wenn der Regen noch stärker wird, fallen die alle runter und verfaulen. Und wir können sie jetzt auch nicht ernten. Die fallen jetzt schon runter. Hoffentlich hört es bald auf zu regnen. Die Nelken sind schon fast alle reif. Sonst ist unsere Ernte im Eimer. Der Esel hat auch keinen Spaß im Regen. Geld. Beeil dich lieber. Das Boot fährt schon in 4 Tagen ab. Ich weiß. Der Korb ist gleich fertig. Die meisten Nelken sind jetzt schon rot und damit reif. Wir können endlich ernten.
Wir müssen vorsichtig die Dolde abbrechen, ohne dass dabei die kleinen Knospen abfallen. Ganz schön mühsam. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Ich komm rüber. Dort oben sind Bienen. Da kommen wir nicht hin. Das ist zu gefährlich. Das ist viel zu wenig. Den ganzen Tag geschuftet. Und nur einen Korb voll. Aber es sind schöne Nelken. Wir kommen noch mal wieder. Wir geben nicht auf. Mein Vater hat uns noch einen Nelkenbaum überlassen, weil wir gestern zu wenig geerntet haben. Was für ein Glück. Jetzt helfen all unsere Freunde, damit wir schneller fertig werden. Das Boot fährt ja schon in 3 Tagen. So, das sind super Nelken. Dafür bekommen wir gutes Geld. Das beste Aroma. Vielen, vielen Dank euch allen. Gemeinsam haben wir es geschafft. Jetzt haben wir endlich genug Nelken. Zwei volle Körbe. Jetzt habt ihr endlich eure Nelken. So löst man ganz einfach die Knospen ab. Den Stiel können wir auch verkaufen. Daraus wird Nelkenöl gemacht. Ganz einfach abbrechen. Wunderschön. Die Nelken müssen jetzt mindestens 2 Tage in der Sonne trocknen. Hoffentlich regnet es nicht, sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig zum Boot. Ich weiß nicht, ob ich schlafen kann. Bin ganz aufgeregt. Morgen legt das Boot ab, mit oder ohne unsere kostbaren Nelken. Hoffentlich sind sie bis dahin trocken. Und dann ist es auch noch ein weiter Weg zum Hafen. Beeilt euch mal, es kann gleich anfangen zu regnen. Außerdem müsst ihr noch den Ochsen holen, sonst kommt ihr nicht rechtzeitig zum Hafen. Die sind alle schön trocken. Zum Glück. Das ist mehr als 1 Kilo, dafür bekommt ihr gutes Geld. Wenn ihr zum Hafen fahrt, nehmt bitte meine Nelken auch noch mit. Ah.
Wir sind am Hafen. Endlich am Ziel. Hoffentlich finden wir das Boot. Wir waren noch nie hier. Da kommt jemand. Da seid ihr ja endlich. Dein Vater hat euch angekündigt. Wir sind spät. Gerade noch rechtzeitig. Ich bekomme gleich meine Schiffsladung und dann lege ich ab. Deshalb zeigt mir schnell eure Nelken. Das ist gute Qualität. Dafür finde ich einen Abnehmer. Können wir sie wiegen? Ja. Mal sehen, wie viel das sind. Ah, hier sind Kilogramm. 1,5 Kilo. Das ist für eure Nelken. 20.000. Mehr habe ich nicht. Die Säcke deines Vaters muss ich erst verkaufen, dann kriegt er sein Geld. Diese traditionellen Dhow-Segelboote sind früher in die arabischen Länder und sogar bis nach Indien gesegelt. Heutzutage segeln sie nur noch an das Festland und zwischen den Inseln Sansibars. Aber sie transportieren immer noch Gewürze. Unsere Nelken haben eine lange Reise vor sich. Vielleicht werden sie sogar nach Europa verkauft. Aber immerhin haben wir jetzt unser Geld. 20.000 Schilling, fast 10 Euro. Heute ist das heilige Sikuku-Fest. Deshalb tragen wir unser traditionelles Kanzu-Gewand. Wir kommen gerade vom Beten aus der Moschee. Als erstes gibt es ein leckeres Frühstück mit Kuchen und Gewürztee. Wir treffen uns mit Freunden und Nachbarn. Das heilige muslimische Opferfest dauert 3 Tage. Wer Geld hat, pilgert nach Mekka, alle anderen feiern zu Hause. Die großen Dofu-Trommeln sind schon zu hören. Die werden immer an solchen Festen gespielt. Lasst uns tanzen! Ingwer, Zimt, Nelken. Alle unsere gesammelten Gewürze hat Mama zusammen mit Reis und Hühnchen gekocht. Wir essen gemeinsam mit den Jungs, die uns bei der Nelkenernte geholfen haben. Das ist unser Festtagsessen, Pilau. Jetzt fahren wir endlich zum Feiern in die Inselhauptstadt Stone Town. Stone Town. Zum ersten Mal sind wir auf dem großen Sikuku-Festplatz. Hier gibt es so viel zu entdecken und tolle Dinge zu kaufen. Das Sikuku-Fest wird jedes Jahr in unserer beeindruckenden Inselhauptstadt Stone Town gefeiert. Hier gibt es viele alte Gebäude von den Händlern und Seefahrern. Indische Herrschaftshäuser, das portugiesische Fort
und den Sultanspalast. Diese Geschichte und Kultur verdanken wir dem Handel mit Gewürzen. Zum Glück lieben die Menschen auf der ganzen Welt unsere Gewürze. Deshalb haben viele Menschen auch Pfeffer und Nelken aus Sansibar bei sich zu Hause. Vielleicht auch du?